Was geht denn zu diesem Video? Und heute werde ich euch mal ein neues Update zeigen. An dem Tag, wo ich dieses Video schneide, haben wir Donnerstag, den 16.02.2023. Ja, Freunde, es ist die 50er Garage in GTA 5 Online. Ja, einmal reingekommen. Es ist quasi eine neue Garage dazugekommen mit insgesamt 50 Stellplätzen mit jeweils, ja, 5 verschiedenen Ebenen, wo ihr dann 10 Autos ausstellen könnt. Ja, wir werden uns das Ganze an der Stelle angucken. Ich werde mir das an der Stelle jetzt gleich im Hintergrund dann einmal kaufen, damit ihr das Ganze einmal sehen könnt, wie viel das kostet, wo das ist, werde ich euch an der Stelle gleich auch noch zeigen. Ja, Freunde, wenn euch das an der Stelle gefällt, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf eure Mitte und Freunde, damit die hiervon auf jeden Fall auch Bescheid wissen. Ja, ich will gar nicht so viel rumlabern, das ist kein Glitch oder so, es ist einfach nur ein Infovideo, da heute Donnerstag ist und da heute ein neues kleines Update hinzugekommen ist, und zwar diese 50er Garage. Wir werden uns das Ganze jetzt halt einmal angucken, Freunde. Deswegen, wir springen jetzt in das eigentliche Video. Let's go. Ja, Freunde, wir gehen auf die Map. In Wynnewood West befindet sich das Ganze einmal. Da könnt ihr euch dann ganz einfach hinbegeben. Ich werde das Ganze jetzt einmal mit euch kaufen. Wir werden uns das danach auch einmal angucken. Ich habe da auch schon einige Fragen, die ich mir jetzt gleich auch schon stelle. Wir gehen jetzt nämlich auf Finanzen und Dienste bei diesem Dollar-Symbol. Und ja, Freunde, dann gehen wir jetzt einmal da drauf. Haben wir das dann an der Stelle einmal gemacht. Dann gehen wir hier auf Dynasty 8 und ja, klicken wir es einmal an. Dann gehen wir auf verfügbare Immobilien anzeigen. Ich habe hier mal wieder ein bisschen reingekackt, aber dann habe ich es geschafft. Dann klicken wir die erste Immobilie an. Für 2,74 Millionen GTA-Dollar. Ja, können wir diese Immobilie an der Stelle erwerben. Einrichtung wählen, klicken wir an. Haben wir das an der Stelle einmal angeklickt, können wir jetzt einmal makellos, industriell oder luxuriös auswählen. Ja, darunter sind Lichter, die dann je nachdem variieren. Dieser Werkschrank kann man auch ändern. Diese Schränke da hinten kann man auch an der Stelle ändern. In vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für das Rote entschieden. Ja, auf jeden Fall könnt ihr da machen, was ihr wollt. Ja, Freunde, wir werden jetzt uns einmal alles angucken, wie das so aussieht. Dann gehen wir auf Industriell. Das sieht demnach aus. Gefällt mir nicht so luxuriös. Hat mir schon sehr gefallen. Aber ich wollte bei makellos bleiben. Auf jeden Fall stelle ich mir jetzt die Frage, wo kann man das dann wieder ändern? Wann oder wo kann man ja diese luxuriös zum Beispiel auf industriell machen oder sonstige Sachen anders einstellen, weil das habe ich nämlich nicht gefunden. Solltet ihr da irgendwas wissen, sagt mir da gerne Bescheid. Wir werden uns diese Immobilie jetzt einfach mal kaufen für 2,7 Millionen. Geld ist abgebucht und weg. Ich habe noch 35 Mille. Ich habe halt kein Geld mehr. Ja, Freunde, wir werden uns jetzt ein Auto bestellen und diese Immobilie einmal voll innen uns angucken. Ja, Freunde, ich habe mir mal ein Auto aus meiner Garage geholt, das dann ins Untergeschoss 1 gefahren. Hier haben wir die Einfahranimation und wir fahren nun in die neue Garage hier. Nein. Ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall ganz schick gewesen. Also ich finde das Haus an sich ganz gut. Und hier jetzt die B1-Ebene. Die sind wie im Nachtclub in Ebenen unterteilt. Das geht bis B5. Ja, auf jeden Fall habe ich mir mal alles angeguckt, wie diese Räume hier aussehen. Mein Auto hat mir dann auch gut gefallen. Also ich finde, ich werde jetzt bald mal wieder des Öfteren Giftcast machen und die Garage komplett voll machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt auch schon fast alles gewesen. Das könnt ihr jetzt einfach die ganze Zeit machen. Macht einen GIF-Cast-Glitch da drin und macht euch die Autos mit x-beliebigen Autos einfach mal voll. Ja, sieht auf jeden Fall mega geil aus.
Und ich habe jetzt einfach nur die finale Frage, wie kann man das ändern? Also diese Stile, wie kann man das einfach ändern? Wie ihr sehen konntet, ich wollte es ändern, aber habe die Garage ja nicht einmal gefunden. Die wird mir ja nicht mal angezeigt. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Ja, Freunde, das ist das ganze Video gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure Mitte und Freunde und aktiviert auf korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video oder auch nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.